Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Two Point Hospital, weiterhin in meiner Möglichkeit Gabu. Wir kriegen es einfach nicht hin, dass es einigermaßen vernünftig läuft. Wirklich nicht, wir kriegen es nicht hin. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß auch nicht warum. Weil es kommen immer mehr Patienten. Aber warum? Ich habe doch gar nicht den Ruf und gar nicht die Dingens, dass mehr Menschen kommen. Und sie kriegen keine weggearbeitet. Das macht auch keinen Sinn. Also, ich kann die nach Hause schicken, weil es bringt mir eh nichts. Es macht null Sinn alles, wirklich null. Als wenn dieses Krankenhaus mehr verbuggt ist als alles andere. Weil es macht keinen Sinn. Ich schaffe ja nicht mal ins Plus zu kommen. Bei... Wir haben 20 Angestellte. Und 1, 2, 3 sind hier. 4 ist da oben. 5 ist hier. Ja, 5. Wir brauchen 5 Ärzte. Wir haben 7. So. Krankenpfleger haben wir 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ne, da brauchen wir noch einen Arzt. 6, 7. Passt. Mit Hin- und Herwechseln? Passt. 6 Hausmeister. Passt. Es macht keinen Sinn. Und wenn wir auf Hausmeister richtig draufklicken, sind das hier, glaube ich, nur die Roboter. Ja. Die wir eh haben, die kein Gehalt bekommen. Das ist ein Angestellter, das und das. Also 1, 2, wir haben 4 Hausmeister. Ich mache kein Geld. Es macht keinen Sinn. Null Sinn macht das. Das neonschillernde Grün des Rasens verursacht moderaten Brechreiz und es wimmelt nur so von Kindern. Meiden Sie diesen Park, wie die Spritze. Auch wenn jetzt hier in die Annahme keiner mehr ist, wird es hier nicht weniger. Hä? Warum ist das so? Warum werden die Menschen hier nicht weniger? Also. Keine Ahnung. Für mich wird das alles nicht weniger. Ein Krankenpfleger wird ins Spritzenhaus gebeten. Ein Verlust von 2,4. Wo hier alles voll ist. Ich hab hier die ganze Zeit Arbeit. Die ganze Zeit. Hä? Es macht keinen Sinn, Leute. Wirklich, es macht gerade keinen Sinn. Es macht null Sinn, was hier gerade passiert. Und ich verstehe auch das Prinzip in diesem Krankenhaus gar nicht. Ich soll mich um die Vermenschlichungen kümmern, alles klar, würde ich gerne, ich mache aber gar kein Geld. Wir haben eine Therapie, die wir benötigen, wir brauchen hier diese Deluxe-Entleuchtung, wir brauchen das Spritzenhaus, wir haben, jeden Raum wird gearbeitet. In jedem Raum. Wir haben hier keine Warteschlangen. Aber die drei schaffen diese Räume nicht? Hä? Seit wann ist das so? Und es ist kein Hate, das ist einfach gerade mal darüber reden, warum das nicht funktioniert. Es kann nicht so funktionieren, wenn die nicht schneller arbeiten. Haben die diese hier irgendwie kastriert? Also denen die Eier weggeschnitten, um zu sagen, ihr müsst langsamer arbeiten? Oder wie soll ich das verstehen? Und jetzt kommt nicht mit einer Fortbildung. Die Fortbildung macht das zwar alles ein bisschen schneller und sie kriegen die Diagnose schneller, aber dann müsste ja trotzdem hier oben ein bisschen mehr sein. Normalerweise ist bei der Apotheke so viel los in den anderen Krankenhäusern. Ich kann jetzt ein anderes Krankenhaus starten. Bei der Apotheke, beim neuen Krankenhaus, ist der Bär los. Hier nicht. Verstehe ich nicht. Die Apotheke, die Flüssigkeitsanalyse, DNA sind Haupteinnahmequellen. In diesem Krankenhaus nicht. Und wenn du die Vermenschigung baust, das hatten wir ja schon mal. Ne? Wo ich das Krankenhaus nicht geschafft habe, hat es ja kein Geld gebracht. Weil du jede 50 Stunden gefühlt einen Patienten hast. Das macht ja keinen Sinn. Also wo
setze ich an, um das hier bezahlen zu können, sodass ich kein Minus mehr mache. Weil wenn ich jetzt wieder einen Arzt einstelle, ich muss den Arzt ja bezahlen, der ist ja nicht kostenlos. Also wir schaffen es nicht, dass hier oben eine Warteschlange ist. Nur hier. Ja, ich baue jetzt hier nach. Aber dadurch werden die hier oben nicht mehr zu tun haben. Und dann irgendwann fängt es gleich an, dass mein Krankenhaus schlecht bewertet wird, so wie beim letzten Mal auch, weil ich nicht die Geräte habe. Leute, es macht gerade ganz wenig Sinn. Wirklich, ohne Scheiß. Ganz, ganz wenig. Von der Orbi-Stiftung besuche, das versichere ich Ihnen. Ich habe gehört, dass man dort die Patienten dazu zwingt. Also ich habe über 400 Folgen dieses Spiel gemacht. Ich habe bei einem oder zwei Krankenhäusern dann irgendwann aufgegeben, weil es einfach zu lange gedauert hätte im Let's Play. Aber ich hatte noch nie solche Probleme und ich verstehe hier auch den Sinn nicht. Ja, der geht dahin. Wieso wird am Anfang ständig die Behandlung fehlgeschlagen? Das ist genauso. Und hier, Apothekezeichen und Behandlung. Besser geht es nicht in diesem Bereich des Krankenhauses. Ja, kostet 7.700, kann man uns nicht erlauben. Das macht keinen Sinn. Und ich brauche jetzt auch nicht beigehen und hier irgendwas ändern. Und ich kann die auch nicht nach Hause schicken. Also dieses ganze nach Hause schicken gibt es ja hier nicht. Wo ich das Krankenhaus abgebrochen habe, weil mir das zu dumm war, die Leute rauszusuchen, anzuklicken. Und wegzuschicken. Also das war mir zu dumm. Aber wenn der Wirtschaftszweig hier nicht funktioniert, dann bringt mir das ganze Spiel ja nichts. Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Ja, also hier wird die Schlange immer größer, aber hier oben ist nichts los. Es ist nichts los. Es arbeiten drei Ärzte. Es macht keinen Sinn, Leute. Wirklich nicht. Und ich stelle keinen Arzt ein. Dann lasse ich DNA zu. Oder der Arzt soll hin und her springen. Ist mir scheißegal. Muss ich euch jetzt ganz ehrlich sagen. Im DNS-Labor wird ein Arzt verlangt. Ja, jetzt muss er dahin. Ne? Also das ist auch so ein Punkt, der dann einfach nicht funktioniert. Ne? Aber erstmal gucken, ob wir hier unten ein bisschen was wegkriegen. Jetzt muss ich nochmal einen einstellen und dann das auch nochmal lernen. Aber dann müssen wir hier wieder einen Arzt wegziehen, der denen was lernt. Instandhaltungsdurchsage. Toilette muss regelmäßig gewartet werden. Also ich muss euch jetzt ganz ehrlich sagen, ich werde nichts bauen. Gar nichts. Weil ich muss erstmal das hinbekommen, dass dieses Krankenhaus hier Plus macht. Und nicht mal das bekomme ich gerade hin. Also daher lasse ich es einfach erstmal laufen und gucke, was passiert. Eine andere Idee habe ich nicht. Da haben wir jetzt auch schon drei Leute. Der wäre gut gewesen, ne? Hätte der noch DNA machen können, genau wie der auch.
Dann hätte der Arzt den gerade DNA beigebracht, weil das kostet ja auch nichts. Aber nicht mal 4 Ärzte reichen, um hier die Warteschlange zu verkürzen. Ich hoffe, die Leute verstehen, was ich damit meine. Da, ich soll eine Chirurgie bauen. Nein. Nein. Eine Chirurgie kostet, der Arzt kostet Geld. Ich kann mir nicht mal jetzt meine Ärzte erlauben. What the fuck? Spiel. Also, es macht keinen Sinn. Ich schaffe ja nicht mal den Kredit zurückzuzahlen vernünftig. Ich verstehe dieses Krankenhaus gar nicht. Wirklich nicht. Nee. Ich finde da auch keinen Zusammenhang, wie ich weiter vorgehen soll. Patienten treffen jetzt in der Psychiatrie ein. So, normalerweise müsste man den Raum jetzt wieder schließen, weil hier schon 5 Leute sind. Deswegen schließen wir den. Nehmen den Arzt. Und sagen ihm wieder, das ist gar nicht der richtige Arzt. Oder wo ist denn der richtige Arzt? Du bist auch nicht der richtige Arzt. Du bist der richtige Arzt. Du verpisst dich erstmal wieder von da. Danke. Können wir den auch öffnen. Und weiter geht's. Der geht jetzt erstmal Pause machen, danach macht er DNA. Aber wir müssen DNA fortsetzen. Sonst können wir es vergessen. Aber wir kriegen ja trotzdem die Warteschlange des Raums nicht runtergesetzt. Also. Instandhaltungsdurchsage. Auch vollautomatische Snackautomaten müssen manuell aufgefüllt werden. Es macht einfach null Sinn. Null. Ein Jahr ist rum und wir sitzen immer noch auf unserem Minus. Normalerweise baue ich in einem Jahr ein riesen Krankenhaus. Also. Dass wir gar kein Geld verdienen, das ist das, was mich so abfuckt, gerade in diesem Spiel. Wir nähern uns der jährlichen Preisverleihung. Und so ist es ja gerade. Also jeder, der das nicht sieht, hat das Spiel nicht vorher bei mir geguckt. Also. Ne, ich kann mir ja nicht mal Fortbildungen erlauben. Oder geschweige irgendwas anderes. Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen. So. Da oben haben wir jetzt 9 Leute. Der wird jetzt da oben richtig Gas machen. Das bringt uns jetzt richtig Geld. Das muss man ganz klar sagen. Ne? DNA bringt richtig Kohle. Ja, zack. 5000. Also das wird jetzt richtig Kohle bringen. Aber trotzdem haben wir hier unten keinen Platz. Mülleimer füllen sich mit der Zeit. Two Point County war nicht immer frei von intellektuellem Genie und akademischen Höchstleistungen, müssen Sie wissen. Der kaum bekannte Philosoph Bernhard Streifenplunder. Ist aber jetzt fehlen die Einnahmen von da jetzt wieder. Zack, wieder 5000. So, und jetzt haben wir 5000 plus. 6000. Jetzt wollen wir den hier einstellen. Weil wir brauchen noch einen Allgemeinmediziner. Das geht ja gar nicht anders. Ja, für die Leute, die das nicht verstehen, aber wir müssen einen einstellen. Ja, dann. Allgemeinmedizin. Du dahin. Wer macht den Lehrgang? Bezahlen kann ich ihn nicht. Also. Geh du dahin. Du machst den Lehrgang. So, dann fehlt uns jetzt wieder ein Arzt, aber wir haben wenigstens ein bisschen Kohle gemacht. Ich finde, wir brauchen unbedingt noch ein paar Hausmeister. So. Muss ich einstellen? Geht gar nicht anders, weil nicht mal Blumen gegossen sind. Und wenn das nicht passiert, dann haben wir hier mit den Generatoren irgendwie ein Problem. Seht ihr? Wenn der ausbricht, dann haben wir eine Katastrophe. Dann gibt es dieses riesen Erdbeben und alles bricht ein hier. Deswegen müssen wir die normalen Hausmeister mehr haben. Ja, also wenn da jetzt bald keiner hingeht, dann kriegen wir ein riesen Problem. Und das ist kein Scheiß. Da muss jemand hin das Ding reparieren. So, jetzt. Glück gehabt, aber. Im Krankenhaus wurde ein Geist gesehen.
jetzt haben wir gerade hier so ein bisschen Probleme, weil durch diese Dinger hier gerade so eine Scheiße ausgebrochen ist. Das ist nicht gut. Wir müssen das standhalten. Ja, hier oben ist wirklich der Bär los. Abtherapie. Nach Hause schicken. Ich muss erst ein Grundstück kaufen. So, da fehlen noch 26.000, dann haben wir den auch zurückgezahlt. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Schön wäre, wenn wir auch mal Plus hätten und dann alle Ärzte nach Hause schicken. Es geht genauso los wie beim letzten. Ich sage aber erstmal wieder vielen Dank fürs Einschalten und hört auf zu schreiben, ich bin schlecht gelaunt. Nein, ich diskutiere darüber und ich bin jemand, der das dann so auch sagt, wie er denkt. So, nur für die Leute, die dann wieder sagen, ja, guck mal, ich schlecht drauf, ich bin nur am Rumlöseln. Es hat nichts mit Rumlöseln zu tun. Ich bin am Überlegen, wie man diese Scheiße macht. So, bis morgen. Tschüss. Mikrofon muted.